So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Weiß in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir endlich den ewigen Wald abgeschlossen und damit auch erstmal Team Plasma aus dem Weg geschafft. Und nun sind wir auch schnurstracks in Stratos City angekommen, die Stadt, der New York nachempfunden ist und daher auch sehr zum Erkunden einlädt. Und das ist auch das Ziel des heutigen Parts. Stratos City, die Stadt, die über der glückliche Wolken dahin ziehen. Na, ob das so ist in New York, ich weiß ja nicht. Ja, mit dem Smog und so. Glückliche Wolken. Ja. Begimak, Grillmak und Sodamak sind drei Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen besonderen Stein benutzt. Welches Pokémon soll sich entwickeln? Keines davon, denn wir haben keins. Ja, so ist das, die Qual der Wahl. Komm wieder und sprich mich an, sobald du dich entschieden hast. Aber gut, dann wissen wir schon mal, wo wir ein Feuer, ein Blatt oder ein Wasserstein bekommen. Und wir haben ja im letzten Part den Mondstein bekommen. Den werde ich aber vorerst nicht anwenden, da Somniam doch noch ein paar Attacken vorher lernen soll, bevor es sich entwickelt. Weil Somnivora lernt nicht mehr allzu viel. Richte deinen Daumen auf und balle die anderen Finger zur Faust. Diese Geste wird Daumen hoch genannt und bedeutet so viel wie okay oder gut gemacht. Also gebt ja auch diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich. In Stratos City gibt es echt unglaublich viele Menschen. Leider interessieren sich manche nur für sich selbst. Schade, er bestimmt hier. Ich habe ja so viel zu tun. Wenn ich mein Frühstück esse, muss ich mir schon Gedanken über das Mittagessen machen. Und beim Mittagessen quält mich bereits das Abendessen, da will so viel bedacht sein. Und das wiederholt sich Tag für Tag. Ich bin wirklich unglaublich beschäftigt. Ach, das sind Probleme. In dieser Richtung Stratos Street, Uferseite, Pier des Luxusschiffes. Wir werden natürlich erstmal immer die Ufer angucken, weil ich glaube, da ist ein bisschen weniger los als in den Straßen. Hier ist ein El Royal wird gerade beladen und vorbereitet. Um die stärksten Trainer gebührend zu empfangen, scheinen wir keine Mühen. Na, das wollen wir auch hoffen, ist aber eher Postgame-Content, von daher sehen wir es wahrscheinlich nicht in diesem Let's Play. Ich bin zwar ein kämpferischer Angestellter, aber meine Pokémon sind noch schwach. Das solltest du ändern, mein Freund. Das solltest du ändern, wir könnten ja auch mal ein bisschen was kaufen, ne? Wir könnten ja auch mal ein bisschen was kaufen. Zum Beispiel Pokebälle haben wir eigentlich noch genug. Superbälle können wir ruhig mal 5 Stück kaufen. Und Supertränke können wir auch mal ein paar kaufen. 4. Ich denke, das sollte erstmal genügen. Ich denke, das sollte fürs Erste genügen. Wer müde ist, muss sich ausruhen. Das gilt für Mensch und Pokémon. Dein liebstes Pokémon ist Makabea, habe ich recht. Ja, ne? Ich hatte recht, habe ich es mir doch gedacht. Naja, gut. Oh, du willst dein Pokémon-Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich würde dir nicht im Weg stehen. Na, dein Glück. Kennst du schon das Geonet? Ja. Oh, du kennst also das Geonet. Du hast einfach drauf, aber ich verrate dir jetzt mal was. Da staunt selbst du. Im Geonet kannst du nämlich deinen Wohnort eintragen. Was sagst du dazu? Datenschutz, sage ich dazu. Datenschutz. Einmal erstmal, ich weiß gar nicht, ob unsere Pokémon überhaupt angeschlagen sind, aber eine Gratis-Heilung nehmen wir gerne in Kauf, oder? Ist doch nichts gegen einzuwenden, würde ich behaupten. Ist doch nichts gegen einzuwenden, gegen so eine Gratis-Heilung, nicht? Wunderbar, wunderbar. Nun dann, weiter geht's. In meiner Mittagspause schaue ich gerne den Schiffen im Hafen nach. Verstehe ich. Murmel, Murmel. Soll man lieber die Attacken ändern oder gleich das Pokémon austauschen? Murmel, Murmel. Ja, das ist die Frage, nicht? Das ist die Frage. In dieser Richtung Trent Street, Uferseite Prime Pier. Ja, der Hauptpier. Wieso denn nicht sogar weiter? Nee, aber das ist irgendein komisches Schiff. Was hat es mit dem schwarzen Schiff auf sich, das hier kommt und geht? Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich einfach losheulen könnte vor Wut, dann wende ich mich zum Meer und schreie mir die ganzen Zorn aus dem Leib. Natürlich nur, wenn ich allein bin. Selbstverständlich ist vollkommen legitim, sollte man irgendwann mal machen. Einfach mal schreien. Da ist gar nichts gegen einzuwenden. Was ist denn das hier? Kampf AG. Trainer, die etwas auf sich halten, sind jederzeit willkommen. Halte ich was auf mich? Da komme ich noch nicht rein, ne? Doch komme ich. Scheiße. Aber ich glaube, ich komme hier noch nicht viel weiter. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ja ziemlich stark aus, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Wie stark sind die, frage ich mich jetzt gerade. Sind die auf einem Level, das ich besiegen könnte? Oder auf einem Level, das ich noch nicht besiegen sollte? Ich werde ja jeden Tag per Weckruf aus dem Bett gescheucht. Da sind mein Schatz und ihr Pokémon echt gnadenlos. Aber wenigstens kümmert sie sich täglich um mich. Daher gebe ich alles für sie. So mit einem Weckruf geweckt zu werden, auch nicht schlecht, ne? Willkommen. Wenn du den Aufzug nehmen möchtest, dann drücke doch einfach auf die Schalttafel an der Seite oder gleich auf die Tür.
ich weiß nicht, welches Level die Pokémon dort haben. Ob ich das schon will. Nicht, dass wir jetzt im Level 50er reinrennen. Das wäre ja makaber. Arbeitende Frauen sind schön. Kämpfende Pokémon sind cool. Okay. Die Kampf-AG begrüßt alle Trainer, die etwas auf sich halten. In dieser Richtung Slim Street, Uferseite United Pier. Aber da können wir eventuell zum Schluss nochmal reingucken. Mal gucken. Jeder Mensch und jedes Pokémon treffen irgendwann den perfekten Lebenspartner. Das sagte mir meine Schwester auf ihrer Hochzeit. Das muss ich ja einfach glauben. Ja, du sollst nicht alles glauben, was du hörst. Nee, Menschen sind je nach Wohnort recht unterschiedlich. Und ändert sich der Wohnort, dann ändern sich auch Regeln und Denkweise. Das ist schon ein wenig merkwürdig. Ja. Ich bin nach Strata City gekommen, um Tanzstunden zu nehmen. Okay. Okay. Kann man machen. Wäre jetzt für mich nichts, aber kann man machen. Durchaus. Hey Trainer, sind deine Pokémon fit? Das ist das Wichtigste. Geht es deinem Pokémon-Team gut, ist nichts unmöglich. Ja. Beim nächsten Mal aber. Dann werde ich auf jeden Fall ein Stratos-Eis probieren. Oh, jetzt nice. Ich ja gerade nice. Ob das das automatischen Passanten-Umfragekomitees im Vorbeigehen die Welt verstehen. Nicht da rein? Das ist so eine ganz komische Sache hier, ne? Hallo, eine Begrüßung ist das A und O. Würdest du mir vielleicht eine typische Grüßkarte? Nein, Datenschutz. Bis zum nächsten Mal. Es ist immer wichtig, sich gegenseitig Freunde zu begrüßen. Ich sage dazu nur Datenschutz. Hallo, na, bedenkst du dich auch immer artig? Oder liegt da ein Pokéball? Bitte für dich. Na, immerhin. Hey, warte. Wenn jemand nett zu dir ist, dann musst du ihm auch danken. Also verrate mir doch, wie du dich bei den Leuten bedankst. Nein, das ist Datenschutz. Also dann bis zum nächsten Mal. Und immer daran denken, Dank ist wichtig. Datenschutz ist wichtig. Du findest dich hier im Aufsitz des automatischen Passantenumfragekomitees, kurz APUK. Wenn du beitreten möchtest, sprich doch mit dem Komiteeleiter. Ich möchte nicht beitreten, ich werde hier ganz schnell wieder rausgehen. Das ist nun wirklich gar nichts für mich, sorry Leute. Mein Leben ist mit Freude erfüllt, wenn ich nach der Arbeit meinen Pokéball werfen kann und sehe, wie er dreimal hin und her wackelt und dann zu guter Letzt das Pokémon sicher einzufangen. Oh Junge. In dieser Richtung Pokémon Arena, Uferseite Liberty Pier. Na gut. Dann gehen wir mal zum Freiheitspier. Ist das einer von Team Plasma? Haha, nicht auf Größe oder Körperkraft kommt es an, sondern allein auf die Stärke des Herzens. Okay, ist vielleicht doch keiner. Pokémon sind schon erstaunliche Wesen. Sie stellen sich mutig ihren Gegner, auch wenn er doppelt so groß ist wie sie. In der Tat, das ist schon erstaunlich, ja. Wirklich, mit einem Kreuzfahrtschiff ist das hier sehr klein, aber für einen romantischen Ausflug aufs offene Meer spielt die Größe keine Rolle. Und that's what he said. Naja, gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir einfach auch vorne mit der ersten Straße wieder. Dieser Kampf AG muss ich gucken, was da für Pokémon auf uns warten. Nicht, dass da wir wirklich übermannt werden, das wäre ja schrecklich und fatal. Das wollen wir auch alle nicht. Von daher lassen wir das mal lieber außen vor. Also ich will mal ganz kurz auf die Karte hier gucken von Stratos. Okay, im Prinzip ist es auch nur die vier Straßen dann. Na okay, ist gar nicht so schwer zu erkennen. Gar nicht so schwer zu erkennen. So groß ist die Stadt gar nicht. Ich denke mal, die ist viel größer. Aber man hat halt einige Gebäude. Und halt hier hat man niemanden zum Reden. Game Freak. Ach, die auch hier. Mensch, dass die in New York arbeiten, das ist mir neu. Er sah so einsam und verlassen aus. Da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus diesem Bilderbuch vor. Wenn du willst, kannst du auch gern zuhören. Dann will ich die Geschichte mal weitererzählen. Das Zoroa war Mutterseelen allein. Und so tat es das Einzige, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal ein Zoroa gesehen? Ich kann dir gerne zeigen, was das für ein Pokémon ist. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ein Zoroa hat die Fähigkeit, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hört sich zwar gefährlich an, aber ich mag das Zoroa einfach, weil es eben so süß ist. Nanu, warum wirst du denn auf einmal so rot? Okay. Komische Story. Aber okay. Okay, so. Huch, haben wir jetzt überhaupt noch eine große Auswahl? Nee, ne? Ich glaube, hier will keiner kämpfen. Momentan noch nicht. Ich glaube... Später wollen die kämpfen, oder? Wo man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden, ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig mal gegen mich an, okay. Ich bin ein Relaxo, Quatsch, Scherz beiseite, ich bin Grafikdesigner. Nur mal so nebenbei, das Item Überrest ist von allergrößter Wichtigkeit. Okay. Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir besondere Mühe gegeben, die Spielszenen immer mit passender Musik zu untermalen. Ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Ich finde, Pokémon Schwarz-Weiß hat die beste Musik tatsächlich mitunter. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixelschubs aus Leidenschaft. Schwupp, und wieder ist ein Pixel an dem ihm vorbestimmten Platz. Juhu!
Ich mag das immer. Huch, was tust du? Ich bin doch gerade dabei, sein Ende Spiels fertigzustellen. Verdirb dir doch nicht die Vorfreude. Schau es dir lieber an, wenn du das Spiel selbst abschließt. Ja, natürlich. Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Haha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Nein, Datenschutz. Wenn den Part einfach Datenschutz. Nee, Spaß, irgendwas mit Stratos wird drin kommen. Wird drin vorkommen. Und Datenschutz. Dieser Titel ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verfügbar oder so. Wäre auch gut. Verstehe, ja? Echt? Ja, tatsächlich. In der Zeit ist das so. Hallöchen. Na, wie wäre es mit einer erholsamen Massage für einen seiner Pokémon? Ja, sicher. Warum eigentlich nicht? Haben wir hier irgendwas, was sich durch Freundschaft entwickelt? Und ich weiß, ich habe bei Namaka schon verkackt, weil ich ihm Mimikry dabei bringen müssen zur Entwicklung. Ja, komm, Namaka kriegt eine Massage. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. Aber das holen wir nach. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat jetzt ein wenig Zutrauen zu dir gefasst. Das finde ich toll. Wenn es dem Pokémon gut geht, geht es mir auch gut. Und ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Dieses Lächeln überträgt sich wiederum auf die Pokémon und macht sie fröhlich. Ja, wundervoll. Von hier aus sieht man den Fernseher wirklich ziemlich schlecht. Nicht, dass dich das großartig beschäftigen müsste. Ist mir sowas von egal, mein Freund. So, hier haben wir auch nur den 10. Stock, Gott sei Dank. Der sieht aber ziemlich verlassen aus. Der sieht ziemlich verlassen aus, der Stock hier. Na, zwei Leute sind hier doch noch. Untersuche Objekte, die dir interessant erscheinen. Wer weiß, vielleicht findest du ja mein verstecktes Item. Und werf ruhig öfter meinen Blick auf die Karte. Vielleicht entdeckst du so hier Orte, die du noch aufsuchen solltest. Vergiss auch nicht, mit den Menschen um dich herum zu sprechen. Vielleicht entstehen auf diese Weise ein paar wunderbare Freundschaften. Wie sagt der Volksmund so schön? Gut erholt ist halb gewonnen. Wie war? Mit der Attackerholung kann man Pokémon schlafen schicken und ihnen so die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Mein Pokémon habe ich das bereits beigebracht, also darfst du jetzt gern ran. Boah, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, die TM. Es gibt eine Beere, die einen sofort selbst aus dem tiefsten Schlaf reißt. Lässt du ein Pokémon damit aus, kann es sich durch Erholung regenerieren und wacht anschließend dennoch sofort wieder auf. Na, wenn jetzt nichts ist? Na, das weiß ich dann auch nicht, wenn das nichts ist, ne? Wenn das nichts ist, was ist dann das? Fragen über Fragen. Die ich mir tagtäglich stelle, eigentlich nie, aber ich tue mal so, ne? Aber wir tun mal so, als ob wir die uns tagtäglich stellen. Diese Fragen, die ich mir nie stelle. So, wir gehen dann auch mal nach oben raus. Ich glaube, hier ist eh nicht so viel. Aber wir können ja mal gucken, ne? Eine Szenerie mit Menschen oder eine Szenerie mit Pokémon, weil das ist unglaublich schön. Darum male ich Bilder. Ach ja, das AD findest du in der Trend Street. Auch gut, auch gut. Zentrum von Strata City in dieser Richtung Route 4. Da wollen wir aber noch nicht hin, tatsächlich. Ist auch gar nicht so viel los, tatsächlich. Naja, gut. Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lass mir unsere Pokémon kämpfen. Nein, brauch jetzt noch nicht. Was denn? Hast du etwa keine Lust? Das machen wir vielleicht gegen Ende des Parts. In dieser Richtung Trend Street, Stratos Eisdiele, Stratos AD. Oh ja, Eisdiele. Eisdiele klingt bei diesen Temperaturen, ja doch, ihr seht es noch im Sommer, klingt bei diesen Temperaturen doch verlockend. Aber hier ist natürlich wahnsinnig viel los. Ja, hier kann man das legendäre Stratos Eis kaufen, aber ich bin der Letzte in der Schlange, der noch eins bekommt. Du musst ein andermal wiederkommen, ach, schade. Oh nein, ja genau, Stratos AD, da gehen wir jetzt rein. Da gucken wir, hallo, da will ich rein, sagte ich. Da will ich doch nur rein. Ich bin zwar kein so großer Künstler wie Arti, bringe aber auch das eine oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Und heute würde ich wirklich gerne ein Pokémon von Typ Elektro malen. Zeigst du mir zur Inspiration, was du für ein Pokémon dabei hast? Nein. Wenn du ein Pokémon vom Typ Elektro geschnappt hast, zeig es mir bitte. Zum Dank bekommst du natürlich auch was Datenschutz. Entschuldigung. Wenn du Artis Gemälde sehen willst, gehst du am besten zur Pokémon Arena. Ich will das aber gar nicht. Im Moment behandelt unsere Ausstellung Werke, in denen sich die Motive der vielen Legenden der Einei-Region widerspiegeln. Dies ist aber schön. Ich mag Kunst. Vor allem digitale Kunst. Tatsächlich, also Kunst ist ein sehr interessantes Thema, auch wenn ich selber nicht ganz so begabt bin, was künstlerische Sachen angeht, aber ich beneide jeden, der sowas gut kann. Ah ja, wo sind wir denn hier angekommen? Na, buh! Schreib mir doch nicht so! Haha, du sollst dein Gesicht sehen. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Hier nimm dies als Entschuldigung. Ah ja, Blitz. Na gut. Setzt du die Attacke Blitz ein, wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacke gemindert. Setzt du sie zweimal ein, so halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, eine gegnerische Attacke zu erleiden. Daher lautet mein Motto, mehr Licht. Komischer Dude. Kaffee, die Melodie der Ruhe.
Und da wollen wir natürlich rein. Nach einem stressigen Arbeitstag kann man hier einfach mal die Seele baumeln lassen. Ja, durchaus. Wenn ich so diesen Gitarrenklängen lausche, muss ich daran denken, wie ich in jungen Jahren mein Zuhause verlassen und meine Mutter damit zum Weinen gebracht habe. Oh. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man hingegen ein trauriges Lied, sind sie betrübt, dass die Macht, die die Musik über uns hat. Ach schade, ich dachte, das erweitert wieder unser Repertoire. Du bist mir erstmal in diesem Café, nicht wahr? Damals habe ich hier etwas für dich. Eine Limonade, nicht schlecht, Herr Specht. Hier, für dein Lieblings-Pokémon. Na gut, ja. Für das nächst angeschlagene wahrscheinlich eher. Allein kann man nur wenig vollbringen, zu zweit erreicht man schon mehr und zu dritt kann gar nicht gar sehr viel gelingen. Zu meinem Tanz also fehlt mir noch sehr der ein oder andere Tanzpartner. Und dir so? Zwielichtige Gestalten hier. Aber okay, ich denke mal, wenn wir gegen den kämpfen, dann macht dann... Es gab so eine Quest, wo man glaube ich drei Tänzer suchen muss oder zwei. Und da wissen wir jetzt, wo die beiden sind. Mein Pokémon ist so süß, wenn ich total erschöpft nach Hause komme, muntert es mich wie immer wieder auf. Ey, nicht jeder ist zum Pokémon-Trainer geboren, aber seine Pokémon zu lieben und mit ihnen zu spielen, das ist jedem möglich. Durchaus, durchaus. Die Arenaleiter prüfen die Bande, sprich die persönliche Beziehung zwischen einem Trainer und seinem Pokémon. Bevor du dich der Herausforderung der Arena stellst, solltest du prüfen, ob du genug Tränke bei dir hast. Ey, in meinem Beutel sind 6 Pokebälle. Viel lieber wären mir natürlich Super- und Überbälle. Um diesen Pokémon Supermarkt kaufen zu können, musst du jedoch zunächst einige Ohren erringen. Okay, hier ist nun das schwarze Gebäude und die Arena. Ich will noch in das schwarze Gebäude. Die Arena machen wir natürlich ganz zum Schluss. Ist überhaupt was los? Ist gerade gar nichts los, oder? Kann es sein, dass es erst nach der Arena passiert? Aber ich guck mal in den ersten Stock, ob hier irgendwas noch geschieht. Dann besiegen wir noch den Tänzer, würde ich sagen. Und im nächsten Part schauen wir dann mal... Ja, ich denke, die Kampf-AG machen wir dann im nächsten Part und wahrscheinlich Arena, ne? Kampf-AG und Arena-Action. Denke ich im nächsten Part dann schon. Also ich muss gucken, wie hoch überhaupt die Arena ist erstmal. Und wie hoch die in der Kampf-AG sind. Das weiß ich nämlich nicht. Aber ich denke mal, der Tänzer hier sollte hoffentlich kein Problem werden. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Hoffen wir es einfach mal. Wir probieren es einfach, ne? Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lass mir unsere Pokémon kämpfen, ja sicher. Alles klar, der Kampf ist wie eine Choreografie, also lass uns tanzen, Baby. Oh Junge. Doch noch ein kleiner Kampf hier zum Abschluss. Gegen ein Sesokütz. Oh ja. Oh, das ist ein Normal-Pokémon, ne? Das können wir mit Nachtnebel, glaube ich, nicht treffen. Von daher sollten wir, glaube ich, gleich auswechseln. Daher sollten wir doch auswechseln auf, auf wen denn am besten eigentlich? Caliban? Ich glaube, Caliban, das wäre schon die optimale Wahl. Mit Gift oder mit Käferbiss können wir da, glaube ich, ein bisschen was anrichten. Ja, findet er doch wehgetan auf Makaba, ja, ne? Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Oh, Bodycheck. Ah, ist nicht ganz so, ne? Bisschen aufpassen. Säure macht Käfer trotz mehr. Doppelkick dürfte ja nicht sehr effektiv sein auf Käfer, genau. Genau, das ist auch nicht sehr effektiv auf mich. So ein Crit könnte wehtun, ne? So ein Crit könnte schon wehtun. Ja, ich hätte auch noch normale Tränke kaufen können, merke ich gerade, aber ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Komm, kannst du nochmal Doppelkick einsetzen, genau, das macht nämlich relativ wenig. Doppelkick ist mir relativ egal tatsächlich, muss ich mal so sagen. Ja, aber jetzt kam nochmal der Bodycheck, genau, vor dem hatte ich nämlich Angst. Wenn der mich getroffen hätte, weiß ich nicht, wie es um mich gestanden hätte. Aber alles bestens, ne? Meine Tanzbewegung hat der Elan gefehlt. Nicht das WLAN, aber der Elan. Alles klar, erstmal tanzen. Und wie war ich? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, dass ich mit Tanzband an noch besser wäre? Na mal, finde bitte zwei Partner für mich. Zusammen mit ihnen könnte ich dann einen Tanz trübeln, ja sicher. Jemand, der so angezogen ist wie ich, muss auch ein echter Tänzer sein. Na da, wir haben sie ja schon beide gesehen. Der eine war hier in der Seitengasse. In dieser schäbigen.
Worum geht's denn? Was, eine Tanzgruppe? Das klingt ja hochinteressant, aber ich kann keine Bitte von jemandem annehmen, der schwächer ist als ich. Ja, was so mit einem kleinen Kampf? Ach, die wollen alle kämpfen. Also dann, legen wir los. Okay, die wollen alle kämpfen. Na gut, dann machen wir das noch. Dann basteln wir noch das in diesem Part tatsächlich. Ein Schmerbe. Ein Schmerbe, das ist in Ordnung. Das sollte mir auch nicht allzu viel können gegen Telesto, glaube ich. Ob ich? Weiß ich nicht. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, aber wir probieren es einfach. Ja, macht doch schon 10 Schaden. Schlammbombe. Du kleines Arschloch. Du kleines Arschloch. Oh nee. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Und so pimmeln wir wieder mit 4 Pokémon rum. Oh, ist das eklig. Oh, ist doch scheiße. Oh, ich kotze. War das jetzt überhaupt ein... War das ein Crit gerade? Ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, wie die KP-Balken schwinden, ey. Und dann... War das ein Crit? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich bin irgendwie über meine eigenen Füße gestolpert. Arschloch. Ich hasse dich. Das ist Leute für eine Tanzgruppe. Das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Schön für dich. Na gut. Dann legen wir mal Kawayama auf die Ripbox, wa? Cool. Cool. Na, wobei, wir machen ja erstmal noch den. Wir machen erstmal noch den Endkampf und dann legen wir mal Kawayama auf die Ripbox. Wir müssen dann ja wahrscheinlich ins Pokémon Center. Ja, jo, an die Spitze. Oh, es ist eklig. Oh, ich hasse es. Und gucken wir jetzt im nächsten Part, was uns der Sack für eine Belohnung gibt, dass wir seine Tanzkollegen gefunden haben. War der hier? Ne, der war am anderen Pier. Der war am falschen Pier. Also ich war am falschen Pier, nicht er war am falschen Pier, ich bin am falschen Pier. So rum. So rum wird ein Schuh draus, dann war er hier, oder? Wenn er hier nicht war, dann weiß ich auch nicht. Der ist ganz unten, ne? Ja, genau. Der Kollege. Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe, stell mich den Mitgliedern unbedingt vor, aber vorher sollten wir noch eine Runde kämpfen. Ja, auch beim Pokémon-Kampf tanze ich dich an die Wand. Nicht so wie dein Kollege, hoffe ich. Oh wei, oh wei. Boah, ist okay. Mit oh wei kann ich durchaus leben. Als Gegner. Oh wei ist ein für mich akzeptabler Gegner. Download, Spitzangriff. Psycho wirkt sich normal aus? Fragezeichen? Nein, nicht sehr effektiv. Okay. Das weiß ich halt immer nicht. Das weiß ich halt immer nicht, ne? Ist so eine Sache. Na gut. Beegesame mich ruhig. Das wird ein ekliger Kampf mal wieder, oder? Aber ich kann halt auch fast niemand anderen reinschicken. Kann auch schlecht jemand anderen reinschicken, tatsächlich in dem Falle. Schwierig. Schwierige Sache. Tatsächlich. Na komm. Nach einem Attackeln. Wird schon keine 5 Kugelsaaten machen. Und selbst wenn, würde mich das nicht umbringen. Ja, ich denke, wir wechseln jetzt einfach. Ich denke, wir wechseln zu Caliban. Klar, warum bin ich nicht gleich zu Caliban gewechselt? Vierfach Effektivität, ich Trottel. Ich bin so ein Trottel manchmal. Manchmal bin ich wirklich ein Trottel. Ja, und guck mal. Das macht ja gar nichts. Komm, musst jetzt nicht 5-mal treffen hier. Müsst jetzt aber auch nicht 5-mal treffen, ne? Giftpool auch noch. Heiliger Makrele. Naja gut, wenn du meinst, aber Käferdruck sollte jetzt eigentlich ihn in die Weiten befördern, in die Weiten seiner Eier rein. Ich bin mit dem Schritten durcheinander gekommen, wie ärgerlich. Naja, toll. Worum geht's noch gleich? Ach ja, die Tanzgruppe, ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Toll, jetzt sind sie alle da und der eine hat mir mein Telesto geklaut. Ich kotze, wieder mal nur 4 Pokémon. Oh. Ob wir in diesem Let's Play nochmal durchgängig ein volles Team haben werden, irgendwann mal? Glaube kaum.
Naja, dann bringen wir es mal auf die Box, nicht wahr? Ach man, es ist so ärgerlich. Es war eigentlich... Ach. Ja. War eigentlich ein cooles Pokémon gewesen. Aber ist mal wieder so ärgerlich, ne? So ein ärgerlicher Scheiße. Naja gut, im nächsten Part gucken wir dann, was die Tanzgruppe für uns bereithält. Außerdem gucken wir mal, ob wir in die Kampf-AG gehen. Das finde ich gleich noch heraus. Und dann ist wahrscheinlich schon Arena-Action? Scheinbar? Naja gut, ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, gebt gerne ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und dann nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye!